Ich grüße euch, Freunde, und willkommen zu Prop Night. Ja, ich bin mal wieder als Killer unterwegs. Und ihr seht es schon nicht als Banshee. Ich habe ja in meinem letzten Video gesagt, man sollte, wenn man Killer spielen möchte, lieber auf Banshee picken. Aber ich habe mir gedacht, jo Leute, den Imposter haben wir auch schon länger nicht mehr gesehen auf meinem Kanal. Und deswegen bringe ich ein bisschen Imposter-Gameplay. Wird sowieso eine Katastrophe werden. Davon gehe ich aus auf jeden Fall. Und schauen wir einfach mal, was passiert. Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Ach ne, hä? Okay. Keine Ahnung, was er wollte, will, möchte. Aber es war funny. Und er hat auch eine ganz spezielle Taktik benutzt, tatsächlich. Wenn man das Taktik nennen kann. Er hat. Habt ihr gesehen, er hat als Prop ja Schaden genommen. Und dann hat er sich einfach neu geproppt, damit er wieder. Er hat gedacht, der Pilz hat sich bewegt. Und dann hat er sich ja entproppt. Und wieder neu oder neu geproppt, beziehungsweise, damit er wieder. Damit diese Prop-Erscheinung wieder ganz war und nicht mehr beschädigt war. Und ich, irgendeiner von denen spammt als irgendwelche Emotes. Was mir auf den Sack geht. Es geht mir richtig auf den Sack. Wo sind die denn? Leute, was ist los hier? Seit wann steht da ein Kürbis? Aber wollt ihr mich. Echt jetzt? Und ich finde keine Survivor an denen. Erwischt. Na komm, aufheben. Sehr schön. Nochmal erwischt. Die ist jetzt ja, das zweite Mal auf dem Stuhl jetzt, ne? Ich glaube, das ist auch der Emote-Spammer. Also wäre ich gar nicht mal so. Böse, wenn der jetzt gleich nicht mehr da ist. Moin. Zack, Knochenhit rein. Oh ja, genau, propp dich in was Kleines. Ach, scheiße. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Komm, 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 komm. Go, 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 go. Erwischt. Das habe ich gesehen. Ah, das habe ich gerade mal gesehen, wie du dich da positioniert hast. Wo ist der Stuhl hier hin? Oh, Leute. Oh, die Entwickler, ne? Die machen mich fertig. Der Stuhl von der Kirche vorne ist weg. Dafür ist woanders jetzt ein neuer Stuhl, aber die werden doch einfach nicht. Ja, seht ihr, ist mir die entkommen, weil ich da vorne diesen Stuhl nicht mehr habe. Sehr schön. So, ich fahre zwar eine Tür. Und ich weiß, dass da keine Lampe liegt. So ein paar Sachen weiß ich hier auf der Karte. Aber die ist mir halt entkommen, weil der Stuhl vor der Kirche weg ist. Sehr schön. Fällt mir jetzt erst auf, jetzt wo ich Killer spiele. Oh, der ist doch fast fertig, der Gen. Aber eben noch. Eben bin ich hier vorbeigelaufen. Das war mir so klar. Ich wusste es. Da ist irgendwas falsch. So, die ersten 5 Prop-Münzen in meine Tasche. Ich denke, ich sollte mich in was Kleineres proppen. Im Pilz. Der Pilz ist immer gut. Und eingesammelt. Und der nächste auf dem Stuhl. Jetzt bitte nicht hier einer versteckt sein. Dankeschön. Hey, ich wollte die. Oh, Leute. Lieber Entwickler, bringt einfach schnell den nächsten Patch. So, da hinten war einer dran. Ja, er hat gerettet. Wo
gucken, kommt er zurück? Der kommt nicht zurück. Mein Teil läuft sonst aus. So, wenn ich... Wenn ich du wäre, wäre ich hiervon nichts. Okay, ist er auch nicht. Aber ich bezweifle, dass er den Gen hier aufgeben wird. Kann ich ihn confusen? Ich glaube nicht, weil ich bin als Isaac getarnt. Und es gibt nur einen Isaac in der Runde. Der kommt jetzt in den zweiten Status sogar tatsächlich hier. Der Kollege auf dem Stuhl. Bin immer noch getarnt. So. Die sitzen an keinem Gen. Ihr wart doch gerade... Bin ich dumm? Nee, alles gut. Ich bin nur ein bisschen paranoid. Moin. Nee, ist keiner. Alles gut. Ja, die Kate wird nicht gerettet und es sitzt auch keiner an den Gens. Ich habe nämlich eben, kein Gen wurde mir angezeigt eben. Mit meiner Fähigkeit. Und da wird sie gerettet, so in letzter Sekunde so. Und ja, gerettet. Und ein Gen Evelyn? Oder der hat das gut abgepackt. Er hat mich als Brot gestunt, Leute. Genau, und jetzt läuft er weg. Und ich finde ihn nicht mehr. Weil mein Stun so lang war, ne? Ist klar. So, ich weiß nicht, wo er ist. Oder was er ist. Er könnte alles jetzt sein. Er könnte überall sein. Er ist einfach in Narnia. Wir halten fest, er ist in Narnia. Und das geht mir auf den Wirbel. Hallo Endproppen, dankeschön. So, der Gen ist fertig und da hinten der ist fertig. Wo könntet ihr sein? Wo sitzt ihr? Leute, wo sitzt ihr? Da sitzt keiner dran, ne? Nö. Irgendwas sagt mir, ihr seid hier in der Nähe. Ich muss eigentlich nur die Gens ablaufen. Das ist immer safe. Früher oder später finde ich Leute. Das ist ganz klar. Früher oder später finde ich Leute. Da. Darauf muss man erstmal kommen. Das habe ich noch gar nicht gewusst. Dass man dahinter kann. So, man lernt ja nie aus. Gerade in solchen Spielen. Oh, was sehen wir da? Was sehen meine bescheidenen Augen? Okay. Und danke für die Gratistür. Dankeschön. So, nehmen wir den nächsten raus. Ich glaube, Kate ist down. Down, down. Leute, ey, es ist nicht wahr. So. Jawohl, sie ist raus. Und keine Sorge, für dich habe ich auch einen netten Stuhl hier. Darf jetzt halt nicht so springen. Hat er den Slowdown? Ich spüre nichts. Aber bei Igor, glaube ich, ist es der Fall. So, jetzt schnapsen. Und da hinten lockt die Aura auf. Und da laufe ich jetzt hin. Und jetzt prop ich mich. Und er denkt sich, ja, ich zieh durch, Kollege, ich zieh durch. Was er rennen kann, ich muss mich... Zack. Wo ist er hin? Der ist hier doch noch.
Wo bist du? Kollege, Kollege. Ich hab ihn aus den Augen verloren. Er hat sich jetzt irgendwas geproppt und ich habe nicht gesehen, als was. Okay, ja, danke. Danke, Spiel. Danke, hallo. Wo ist der Kollege denn? Wo ist der? Da ist er. Oh, da war eine Flashlight, aber ich habe mit gerechnet, deswegen habe ich die Augen, glaube ich, nicht so stark zugekniffen, wie ich sonst immer mache. Sonst überrascht mich das immer sehr. Ich habe gedacht, das wären die. Okay, es wird kein Jenga bearbeitet. Welche Gens sind noch offen? Der hier, der da hinten, in der Kirche und... Ich habe gerade eine Münze gehört. Hier kann eine Münze sein. Jetzt habe ich eine Kiste gehört, glaube ich. Oder einer von denen hat ein legendäres Item gefunden. Das kann auch sein. Damn. Ich kriege euch, Leute. Ich habe, also von mir aus könnt ihr auch escapen. Ich habe 10 Münzen safe drin, ne? Aha, hier war was. Hier war was. Ich habe den Furz nämlich gehört. Und der Furz, den hört man immer nur, wenn der auch in der Nähe ist, der Survivor. Das wissen viele gar nicht. Es wird an keinem Gen gearbeitet. Das wundert mich gerade ein bisschen. Doch. So, Kollege. Ja, der Killer chasing me, ja. Der Killer hat dich gechased. Das ist richtig. Die ist einfach in mein Gesicht rein und hat mich gestunt. So, Leute, was wollt ihr? Als ob. Er war hier einfach wieder dran. Ich habe aber jetzt nicht gesehen, wie eine Prop weggegangen ist. Muss man richtig schön paranoid sein, alles anditschen hier. Sag ich doch, man muss alles anditschen. Ja, wow, selber schuld, ne? Kollege Schnürschuh, was denkst du dir denn? So, jetzt warte ich hier einfach. Ist eine gemeine Taktik. Ich werde hier einfach warten. Das Krokodil, was auf Beute wartet. Für noch 10 Sekunden. Dann werde ich nämlich automatisch entrobbt. Okay, bringt nichts. Schade. Okay, sie arbeitet nicht an einem Generator. Das ist schon mal gut zu wissen. Deswegen habe ich jetzt auch keinen Anhaltspunkt, wo ich hingehen soll. Wenn ich ehrlich bin. Da ist sie. Nein, nein, nein. Der bleibt schön da, Voice. Ah, da wurde sie ein bisschen nervös. Und ja, hier ist jetzt der neue Stuhl übrigens. Weil das hier hinten doch sehr, hier war nichts und es war eine neue Taktik, dass die Überlebenden hier immer in die Ecke gegangen sind. Du konntest ja jetzt klar nicht schnell genug, weit genug wegtragen zum nächstgelegenen Stuhl. Deswegen ist da vorne jetzt ein Stuhl. Ich habe die Killerrunde gewonnen, was mich mal freut als Imposter. 20 nette Coins in meine Tasche, danke dafür. Und ich warte immer noch, wir alle warten immer noch auf den nächsten Prop Night Patch. Denn
Der Weihnachtshintergrund muss wirklich mal weg. Wir brauchen neuen Inhalt. Ich möchte das, was mit den Spielerleveln, dass die Spielerlevel für irgendwas gut sind, möchte ich ganz gerne. Und die Killer müssen, ein paar Killer, müssen ein bisschen gebufft werden auf jeden Fall. Und das sind so meine Wünsche und ich hoffe, da passiert die nächsten Tage mal etwas. Ansonsten, wenn euch die Runde gefallen hat, dann wie immer einen Daumen nach oben da lassen, wäre richtig nice. Abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke, denn so verpasst ihr keine Videos mehr von mir. Und ich würde sagen, wir hören und sehen uns im nächsten Video. Bis denne!